willkommen, ihr kleinen Freunde der Horrorshow. Wir bei 2 for UFM, W Fun, Tour Better Than One ist unser Motto und heute natürlich wieder zu zweit Chor, diesmal Warships. Und da uns beiden das Zwielicht Jagd so geil gefällt, ich finde es mega, das können sie ruhig öfters machen. Spielen wir das heute mal ein bisschen. Ja, schauen wir mal, wo es uns quasi hin verschlägt. Also, genau. Wie gut wir das diesmal rocken werden. Oft ist es ja so, dass man dann leider am Ende kurz vor Toreschluss doch noch stirbt, aber was macht's ja meistens trotzdem. Na eben. Genau. Ich wähle heute den hier, das Dornenrückchen. Oh, der Dornenrücken. Ich glaube, ich werde wieder hier auf meine gute alte Avenger gehen. Oh ja, die Avenger. Warte mal kurz, da kann ich dir was dazu sagen. Ich habe... Oh. Moment. Dann fahre ich die auch mal, spaßhalber. Weil ich habe da... eine Einstellung gemacht. Wenn du auf dem Stream guckst, kannst du es auch gleich sehen. Ja. Weil damit bin ich eigentlich sehr glücklich mit der Einstellung hier. Okay, oben links sehe ich es natürlich jetzt gerade nicht. Hast du oben links gewählt oder oben links? Ach so, oben links ist das linke untere. Das linke untere, okay, also das AP-Geschütz. Also AP-Geschütz, genau. Ach so, weil die Kamera drüber ist, ja. Rumpf-Torpedoschutz, echt? Weil ich habe dann lieber, dachte ich mir, weil wenn wir zusammenfahren... Ah nee, das war es ja gar nicht, das war nur erhöhte Shift-TP. Ah, okay, na gut, dann mache ich das auch mal hier mit dem Rumpf-Torpedoschutz, okay. Und du hast da ganz unten den Team-Reparatur und Team-Verteidigung, okay. Hm. Und den Standard... Also natürlich begegnest du immer jemanden, der... dich in dem Moment wegrotzen kann, weil, ja, kein Schiff ist zu 100% gut, aber ich bild mal ein, die Einstellung ist bei der Avenger gar nicht so schlecht. Versuche ich das mal. Ja, dann fahren wir halt mal rein. Das hier, der eine, den fand ich ja eigentlich auch ganz witzig, hier die Reparaturzone, beziehungsweise Unverwundbarkeitszone, die hat mir ja auch schon diverse Male den Arsch gerettet. Ich bin echt mal gespannt, wie gut dann hier das Spezialmodul Team ist. Weil mal eben hier so 10 Sekunden Unverwundbarkeit oder sowas, um dann letztendlich dann, ja, in die erlösende Zone zu kommen. Ja. Aber wir werden sehen. Gut, man könnte natürlich sagen, jetzt zu zweit mit zwei Avengers kannst du natürlich, der eine macht das, der andere macht das, da kann man sich ein bisschen, aber Torpedoschutz war natürlich nicht schlecht, weil sonst kommt eine Hector oder was weiß ich, wo du natürlich eine Whirlwind, eine Hector hat natürlich teilweise den Laser, bam, bam, bam. Da gibt es, glaube ich, keinen Schutz dagegen. Der hilft sogar dieses Ding nicht dagegen, das der gelbe Schutz da. Irgendeine Schwachstelle müssen sie ja haben. Ja, aber das stimmt. Wenn wir jetzt beide die Avenger fahren, dann wähle ich jetzt anstatt des Teams ich die Zone aus, dass wir Unverwundbarkeit haben. Na, dann machen wir das. Dann haben wir zwei dufte Fähigkeiten. Ich muss bloß einmal kurz, ich glaube, der Spielesound ist jetzt in dem Fall ein bisschen zu leise. Ja, ne? Man muss ja was hören, wenn es knallt. Ne? Man muss ja knallen hören, ne? Ja. Oh ja, du. So. Bist du bereit? Dann drück ich. Ich bin bereit. Seid ihr da draußen bereit? Lass es mich hören. So. Ah, sehr schön. Gut. Ah, das gefällt mir richtig gut, dieser Modus. Ja, finde ich auch ultra witzig. Also da ist auch mal... Also Hut ab. Ich war bei dir, ich bin übrigens hier auf D10, wenn ich das richtig erkenne. Hälfte E und D10. Ich bin oben rechts hinter der Festung. Die rechte Festung, dahinter stehe ich. Rechts hinter der Festung? Also. Ja. Ich
gerade verwirrt gewesen, weil die, weil, ja. Weil auf der Karte denkst du, die Festung ist im Meer, aber die schwebt ja praktisch über einem. Ja. Ja, ja, ja. So. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. So. Also bist du irgendwo rechts von mir, wenn ich das richtig interpretiert habe. Schaut so aus, ja. Dann fahre ich mal nach rechts von hier aus. Ah ja, da hinten sehe ich schon eine andere Wendel, das wird wahrscheinlich nicht sein. Ich kann nur ja, nicht durchschauen. So, F, zack. Bestätigt. Warum? So, ich drehe jetzt hart nach links, dann können wir uns vor der länglichen Insel da treffen oder zusammenstoßen oder was weiß ich was. Ja. Den anderen Oktopus da hinterher oder was da ist. Au, 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 Insel im Weg. Aber ich komme noch rum. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mann, ich wollte gerade sagen, schaffe ich den heute noch? Den einen, das gibt's ja nicht. So. Ich sehe überall Oktopussis. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Bin schon voll wieder am. Ich brenne. Burn, baby, burn. See them a face and sing La Bamba. La 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 Bamba. La 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 Bamba. Das muss aber nicht der singen, der drauf sitzt, sondern der praktisch unten liegt. Ja, im Prinzip könntest du sogar beide singen. Also. Ja, im Prinzip. Rasputins Startpunkt wurde identifiziert. Oh, Torpedos, hä? Hat der noch einen abgelassen, kurz bevor er gestorben ist? Krasser Scheiß. Hey, komm, mach mal Torpedos. Aber die Teamreparatur, die geht ja relativ kurz, sehe ich gerade, ne? Ja, ja, das ist jetzt nicht unbedingt also, die allerlängste. Bist du auch getroffen worden? Ah ja, dann mache ich auch nochmal Teamreparatur. Bei dir geht's irgendwie länger. Oder bei mir hat's abgebrochen, weil ich gebrannt habe gerade noch. Das kann natürlich sein. Moment, ich lenke hier ein. Ach, wir knutschen wieder, oder? Komm, wir knutschen nicht. Ich lenke erstmal nach rechts, ob wir knutschen können. Ja. Yeah. So. Komm, 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 hier lenke erstmal. Rammen! Rammflagge drauf, ja. Der Sound ist halt auch cool. Also die Hupe Lex Loser. So. Ja, ja, die ist geil. So, jetzt haben wir irgendwo. Also wo ist hier? Ist wo sind eigentlich. Wir sind immer noch rechts oben. Also irgendwann müssen wir dann nach links fahren. Okay, okay. Oh, hier kommt noch ein Oktopus. Und ja, wir brauchen viel zu lang. Ja, ja, um so einen Bot da zu erledigen. Da! Hier, doppelt sieht er weg. Jetzt brauche ich übrigens, also wenn die Türme explodiert sind, dann kommt der andere Oktopus. Weil von Fett habe ich ihn noch nie. Wumm, ist wieder zitter. Das ist das Schöne hier. Also, hier gelingt mir zieht das wesentlich häufiger als im echten Leben.
Wieso ist denn mein wieso ist denn mein, wieso hält, achso, weil ich eine andere Reparatur habe, ist klar. Hm. Ja. So. Aber wir Karree fahren und ja, dann hier Richtung Südwesten oder was? Oder? Ja, wir können uns ruhig mal schon Portal aufmachen. Dass wir da nicht kurz vor knapp ankommen, weil sonst lauern da schon wieder Banden. Ja. Ja. I'm on your side. Wobei, nicht so ganz. Ich bin eigentlich eher on your right side. Oh, da hinten ist 40 Kilometer. Was ist denn der das? Der Whirlwind, ja. Entweder wir verbünden uns. Der scheint noch beschäftigt zu sein. Lassen wir mal noch außen vor. Aber rein theoretisch, man kann ja bis zu 4. Manchmal glaube ich. 5 mittlerweile. Ah, okay. Ach, da geht's schon wieder los. Da geht's schon wieder los. Erstmal fett gegen die Insel ballern. Oh ja, der war schnell. Oh, links ist auch einer. Oh, okay. Oh ja, der ist ja auch schon fast runtergerast. So ist er schön. Okay, die Steel Red hält anscheinend nicht so viel aus. Ob sich da das Hörbe hingedreht sind, ist der ja schon längst. Also ist ja, ja. Dann kümmern wir uns lieber um die Rechten. Sarah Connor. Ui. Oh, das ist gut, wenn so viel Rote da. Oh, den Whirlwind ist 10 Kilometer weg. Ui. Aber der ist noch beschäftigt. Okay, jetzt hat er einen anderen erledigt. Ja, ich weiß nicht, sollen wir draufballern oder wollen wir es. Hm. Ja, solange er auf uns nicht feuert, aber es kann natürlich jederzeit sein, dass er Torpedos in unsere Richtung. Ja. Oh, jetzt fährt er wieder in die. Also, jetzt fährt er wieder weg. Ja, lass ihn dann. Brauchst du Heilung oder sowas? Oder passt das bei dir? Nee, geht. Okay. Weil ich hätte noch einen übrig und ich also wäre jetzt nicht so tragisch. Ja, genau, ich kann ja kurz auf den Stream schauen. Ha, ein Fuchs! Welcher was? Also, dann sehe ich deine Heilung. Also dann sehe ich, wie es um dein Schiff steht. Also. Ich brauche nicht extra hier rum. Also, ich meine, kann natürlich auch einfach meine Ansicht zu dir drehen, aber. Beziehungsweise oben links schauen. Ja, manchmal sind es die einfachsten Dinger. Da steht ja auch deine aktuelle Hüllen. Ja. Deine strukturelle Integrität. Hüllenintegrität. Tüppitz. Ich fahre mal ein bisschen langsamer, aber hier würde er gerade von Woi fahren können. Ist noch 4 Minuten. Okay, also ich habe mir jetzt angewöhnt, sofort wenn das Portal offen ist, eigentlich abzuhauen, weil dann verdoppel ich meine Punktzahl und kriege dann wenigstens viel mehr Punkte, wie wenn man ewig rumfährt und dann die Punkte verliert oder halt was schon. In der Tat. Ja, das ist auch das eigentlich immer so mein Gedanke, weil wenn du mit, was du hast, anstatt dann den Punkt zu verlieren, dann hast du eh meistens weniger. Also das ist eigentlich immer verloren. Weil jetzt sind noch nicht ganz so viel. Also wenn wir jetzt hinfahren, haben wir noch Chancen, denke ich mal, dass sich noch nicht so viele zusammentun, weil wenn du da 5 am Portal rumlungern hast, kommst du nicht mehr rein. Und dann machen wir halt abwechselnd unser Y an. Genau. Unseren Schutz. Ich mach jetzt mal, ich mach mal kurz Tee. Okay, 1 Minute 20 und das Ding geht erst in 2 Minuten 40 auf. Okay, es ist ja, wenn wir hier so ein bisschen mehr oder weniger stehen, sind wir da ist jetzt noch safe. Also ich würde weiterfahren, weil die 2 Minuten sind gleich rum. Ach, Achtung, da kommt eine. Ich lade sie mal ein. Na, die cut wahrscheinlich mit die anderen Schutz haben. Will nicht, okay.
Mach deinen Schutz an, weil ich glaube, die haben Torpedos abgelassen. Ja, ich warte jetzt ab, bis ich jetzt sehe. Oh ja, schön getroffen, schön getroffen. Jetzt wollen sie uns wieder fertig machen. Okay, da kommt Hops. Reichen nicht bis hier. Aber die könnten treffen. Ja, nur einen. Okay, okay. Oh, der hat gesessen. Scheiß die Wand an. Scheiße! Ich wollte gerade auf X drücken. Ja, es ist zum Kotzen, dass die da immer am Portal rumlungern. Das regt mir auf, ey. Immer tun die sich zusammen und fangen die Leute ab. Das kotzt mich so an, ey. Kotzt mich das. Das ist immer die gleiche Scheiße. Ja, wir lieben diesen Modus. Nein, ich mag den Modus schon, aber das... Ja, ich kann es verstehen, verstehen. Dass die immer gleich agieren. Immer schließen sie sich zusammen und fangen die Leute am Portal ab. Ja, meistens sind dann wirklich die kleinen... die sich zusammentun, ne? Und dann warten sie halt auf die dicken Pötte. Aber ich mag meinen Pott. Na, ich fahr, glaube ich, mal wieder anderes. Ah. Ich nehme meinen Dorn in den Rücken. Ja, du brauchst fast Verbündete, um dann reinzukommen, oder zu zweit ist es schwierig. Ja, ja, vielleicht müssen wir auch wirklich vorher, wirklich, also schon weit bevor das Portal sich öffnet, Verbündete suchen. Direkt sagen, so, wo bin ich? Ich bin... wo bin ich oder denn? Wir fahren gleich hin und machen das gleiche Spiel mit den anderen, die ran wollen. Acht. I8. Also auf dieser Karte siehst, im du Vorfeld. Siehst, ja, da, du siehst auch da, wo du bist. Du bist bei H10. Ja, ja, H10, ja. Nö, Augen offen, Alter. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schade eigentlich, war eine gute Runde. Das, aber so ist es halt. Ja gut, wir haben trotzdem die Punkte gekriegt, ne? Aber es wäre halt immer schön, wenn man es verdoppeln könnte. Ja, die Verdoppelung halt, das meine ich ja. Also wäre geil, wenn es doppelt gewesen wäre. Aber ist es halt. Fährst eine schlechte Runde und hast wenig Punkte, dann schaffst du es ins Ziel zu kommen. Wäre es eine gute Runde? Fährst eine schlechte Runde und hast wenig Punkte, dann schaffst du es ins Ziel zu kommen. Ich bin jetzt mit dem anderen schon in der Divi, das macht ja nichts, ne? Ich lade dich halt dann ein, wenn ich dich sehe. Genau. Musst du gerade noch an der Insel vorbeifahren und dann müsste ich irgendwie bei dir irgendwo in der Nähe sein. Dornenrücken hast du gesagt, oder? Ich bin der Dornenrücken und der andere ist der BRF87 Hummerauge. Okay, Dornenrücken sehe ich da hinten schon, das musst du sein. Ich geh mal rechts, da müsste ich eigentlich auf den Zug fahren. Ja, du bist irgendwie direkt vor mir. Gleich. Ah ja, dann lade ich... Ah ja. Ich lade dich wieder ein. Achso, okay. Okay, dann hast du auch wieder kommen.
Jetzt halt halt auf mich zu. Tumorauge. Wie bitte? Ah, genau. Ach, der Tumorauge fährt genau auf mich zu. Also, hallo? Dann weich halt aus. Also. Schön auf Rampen losgehen hier. Also sollten die jetzt bei uns bleiben, die anderen drei, ist es natürlich nicht schlecht. Ja. Steel Rat von links. Der Startpunkt Rasputins wurde wieder identifiziert. Genau. Ich war hier mal von links zwischen beiden Ufern durch. Beziehungsweise in einem Anfuß von der schönen Stadt. Ja, die machen das jetzt auch so, ne? Wir fahren wir jetzt dahin und halten alle ab, die reinkommen wollen, ja. Ich glaube, die haben es so ein bisschen hier auf den Rasputin abgesehen, oder? Weil die waren jetzt da alle Richtung Rasputin. Ja, das gibt natürlich Ultrapunkte, ne? Wenn du das ein bisschen durchhältst. Aha, meine sind eher. Ja, der Modus ist letztendlich auf Teamwork ausgelegt, ja. Noch fast noch mehr wie beim anderen Spiel. Entdeckt. Wer entdeckt die hier? Das ist doch kein Feind. Ah, da ein Steel Rat. Schwab, Wumms. Alle direkt drauf. Portwein oder was? Blut sind Leben. Blutwein. Hier. Kapla. Jetzt richtet er sich schon wieder auf, dass ich seinen Kill geklaut habe. Ja, sorry. Das, mein Gott. Damit muss man leben, wenn man einen 5er-Ding fährt. Alle dann drauf und einer hat Glück. Was sieht, wie schnell die andere Avenger ist? Aber eben noch hinter mir, jetzt wäre sie fast vor mir. Ja, du kannst ja auch Antrieb erhöhen, ne? Ja, ja. Als Upgrade. Es gibt so viel anderes, was eigentlich irgendwie sinnvoller ist. Ja, Geschwindigkeit darf man nicht unterschätzen bei dem Spiel, ne? Weil da versuche mal eine Hektor zu erwischen.
stetig da reinschlagen. Wo sollte jetzt eigentlich der Rasputin hier rauskommen? War das nicht hier irgendwo der Marker dafür? Ja. Der Marker ist die rote Krone da oben. Ach, da links. Okay. Auf. Ja, von mir aus gesehen, wenn es das Rad. Ah, ja. Ja. Aber du bist gut, da kann er nicht fahren. Wir gehen ab. Ja, gut, wir wollen eigentlich zum Portal, ne? Ist ja jetzt schon fast so ins. Ja, Portal ist ja doch mal komplett andere Richtung. Also dann fahre ich jetzt hier einfach mal rechts an der Insel vorbei und schau mal, ob die anderen hinterherfahren würden. Oder sie wollen jetzt einfach Jagd auf alles andere machen. Das kann auch sein. Gut, beim Portal. Ja gut, ich glaube schon, die wollen insgesamt die Gegnerschiffe dann erledigen, ja. Ich würde jetzt auch sagen, Kill geklaut. Drecksau. Fall dich, Herr Dornrücken. Also hier, Spieler Dornrücken. Also hier, weiß Bescheid. Okay. Ich bin tot. Nein! Der hat mich gekillt, ja. Der hat besser getroffen wie ich. Ja, ich war zu weit. Ich war Einzelkämpfer, das war blöd. Ich hätte mir ein bisschen zurückhalten sollen. Aber ich hatte zu wenig Upgrades, weil der Dornenrücken, der ist nicht schlecht, wenn du etliche Upgrades erhältst. Aber wenn du halt zu wenig Kills machst, dann, ja. Beim Portal lungern sie schon wieder rum, hey. Ja, perfekt. Aber ich denke, jetzt wollen sie hin, ja. Na, vielleicht kommst du ja noch rein. Jetzt hat's der Dorn irgendwie abgesehen. Okay. Sehr gut. Fuck you, man. Drecksau. Da hat er sich mit dem Falschen angelegt. Okay, jetzt kommen wir deine. Die sind halt heftig, die Gegner. Oh ja, da ist er. Da musst du öfters mal Y. Wenn du das überlebst, hast du die anderen beim Portal warten. Das ist die nächste. Ja. Scheiße, ob man ungefähr genau hier im Weg bin. Das ist halt.
andere Avenger. Ich werd bekloppt. Oh, die anderen sind schon dezimiert worden am Portal durch die Gegner. Okay. Da hast du gute Chancen dann. Komm, Rasputin, noch 10.000. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja. Jetzt ist offen, jetzt könntest du rein theoretisch. Okay. Gib da jetzt Vollgas hin. Ja, ist natürlich auch eine Taktik, ne? Wirklich abwarten, bis das Portal offen ist und erst dann dahin fahren, weil dann kommen ja halt auch die komischen Free-Gegner da raus. Ja. Das ist natürlich eine wesentlich bessere Taktik, weil du vorher hinfährst und hast die ganzen Teams, die sich dann verbünden und dich dann platt machen wollen. Ja, das stimmt. Und so sind die Teams halt auch alle beschäftigt. So, jetzt nochmal länger. Müssen wir das nächste Mal wieder so machen, ja. Zack. Sehr gut, sehr gut. Da kommen Torps, die können mich nicht anhaben. Ja, da kommen alle Torps. Und ich bin gehauen. Bam! Geiler Scheiß. Bamerang. 10.000 Bitcoins. Geil. Ich glaube, das ist die viel bessere Taktik. Das haben wir selber irgendwie voll falsch gemacht. Freilich, die müssen ja alle beschäftigt sein. Alle, die sich da sammeln, sind da mit den Freaks da beschäftigt und wir können da schön durchglitschen, hier mit Unverwundbarkeit an und Heilung und Verlangen. Aber du brauchst Verbündete, weil sonst kommst du trotzdem nicht ans Portal, weil die vorher andere platt machen. Du brauchst natürlich auch noch Verbündete, ja. Aber echt abwarten, bis das Portal offen ist. Mhm. Cool.